Hier kommt der Robin Hood der Gebührenzahler, Peter Klien. Gute Nacht, Österreich. Hallo, grüße Sie. Grüße Sie. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Sehr freundlich, sehr nett. Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen zu Gute Nacht Österreich. Meine Damen und Herren, morgen ist es endlich soweit. Morgen ist die letzte Runde der Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und Grünen. Und dann werden wir endlich erfahren, ob wir eine türkis-grüne Regierung bekommen können. Diese Sondierungsverhandlungen ziehen sich ja schon in die Länge. Man erfährt praktisch nichts. Viele verstehen gar nicht, ob da jetzt schon die möglichen Verhandlungen verhandelt werden oder ob nur verhandelt wird, dass bald über mögliche Verhandlungen verhandelt werden soll. Man, im Wort sondieren steckt ja der Begriff Sonde. In der Medizin versucht man mit einer Sonde an schwer zugängliche Körperregionen zu kommen. Das ist in der Politik genauso. Man will an schwer zugängliche Körperstellen des Gesprächspartners dringen, also ins Gehirn, oder manchmal auch ins andere Ende des Körpers. Aber man... Wer hätte das vor der Wahl gedacht? Die ÖVP-Verhandler sitzen jetzt seit Wochen mit den Linken am selben Tisch. Und um einen mache ich mir da ganz besondere Sorgen. August Wöginger. Wenn der jetzt noch mehr Zeit in Wien verbringt, wählt er bald selber die Grünen. Zwei sehr schöne Bilder des zukünftigen Dream Teams in Spe darf ich Ihnen jetzt aber nicht vorenthalten. Einmal dieses hier. Kogler schenkt seine Kräuter Sebastian Kurz, weil er nichts damit anfangen kann. Verständlich, ne? Oder sind Sie schon mal von Petersilie fett geworden? Und Kurz fragt sich in dem Moment wohl, ist das da Petersil? Egal, Hauptsache nicht Peter Pilz. Und er sagt zu Kogler, ah, ich habe schon davon gehört, dass deine Generation immer so einen Buschen trägt. Sebastian Kurz ist ja als Politiker eher der Typ Schachspieler. Der plant im Kopf immer schon ein paar Züge voraus, inszeniert aber trotzdem für die Medien dann Fotos und Pressekonferenzen, auf denen alles immer so ausschauen soll, als wäre es gerade erst passiert. Daher ist eigentlich egal, wie die Sondierungen ausgehen. Im Hintergrund steht immer Sebastian Kurz und lacht sich ins Fäustchen, wie man ja auf diesem Bild schön erkennen kann. Gut, ich meine, die wahre innenpolitische Sensationsmeldung der letzten Tage war aber ganz eindeutig, und jetzt halten Sie sich bitte fest, diese hier. Kogler telefonierte mit Meindl Reisinger. In Österreich überschlagen sich die Ereignisse. Wahnsinn, ne? Ja, meine, das war wirklich so in den Salzburger Nachrichten zu lesen. Aber klar, dass dann auch die anderen Zeitungen diese wichtige Geschichte unbedingt bringen haben wollen. Es ist nicht erfunden. Als ich diese vielen Meldungen gesehen habe, habe ich mich vor Aufregung erst einmal hinsetzen müssen. Ja? Wobei, es ist auch schön. Ne? Trump telefoniert mit Kim Jong-un, Putin telefoniert mit Erdogan und Kogler telefoniert mit Meindl Reisinger. Na, Österreich ist endlich wieder wer. Da freue ich mich ja schon auf die mitreißende Coverstory nächste Woche. Hofer wollte Randy Wagner anrufen, aber es war besetzt. Aber wesentlich brisanter war ja da schon eine Abstimmungspanne im Parlament. Die ist schon Ende September passiert, aber erst jetzt eher zufällig ans Licht gekommen. Man, abstimmen im Parlament ist ja eigentlich nicht so schwierig. Ja. Wer dafür ist, der steht auf. Ja. Wer dagegen ist, bleibt sitzen. Beim Antrag der Liste jetzt zum Verbot der Identitären waren sich die FPÖ-Mandare aber offenbar nicht ganz sicher, ob sie jetzt dafür stimmen sollen oder dagegen und wie das alles überhaupt funktioniert. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag behördliche Auflösung der Vereine der rechtsextremen identitären Bewegung Österreichs. Und wer hierzu... ...die Zustimmung erteilt, bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. Ja, aber am Schluss haben es die FPÖler auch geschafft. Sie haben gegen die Abschaffung der Identitären gestimmt. Ebenso wie übrigens überraschenderweise auch die SPÖ. Die diensthabende dritte Präsidentin des Nationalrates hat das dann so zusammengefasst. Das ist
die Minderheit und abgelehnt. Das hat aber gar nicht gestimmt. Das war die Mehrheit. Das ist aber niemand aufgefallen, weil niemand nachgezählt hat. Das ist wirklich wahr. Niemand hat nachgezählt. Ich meine, in anderen Ländern werden falsche Gesetze wegen Korruption beschlossen. Ja, bei uns nur wegen völliger Inkompetenz. Und wie hat eigentlich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka auf diesen Vorfall reagiert? Es ist wie beim Fußballspielen. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist als solches zu akzeptieren. Oh, eine Schiedsrichterentscheidung. Ja, also wenn es nach Sobotka geht, sollen demnächst auch Linienrichter unter Videobeweis eingesetzt werden. Gut, ich finde, es führt kein Weg daran vorbei, dass man Abstimmungen in Zukunft im Parlament elektronisch abhält. Politiker sind ja nicht so dafür, dann sieht man nämlich ganz genau, wer wie oft gefehlt hat. Aber am Schluss werden dann auch die Politiker begeistert sein, bin ich mir sicher. Ich meine, einem Antrag zuzustimmen verlangt immer noch, sich von seinem Sitz zu erheben. Das ist doch eine ständige Tortur, um nicht zu sagen, fast ein Ding der Unmöglichkeit für jemand, der ein Sesselkleber ist. Ja. Gut, Stichwort Sesselkleber. Wolfgang Zanger von der FPÖ und seine Liederbuchaffäre, Sie haben sicher davon gehört. Also ich muss sagen, die Texte in dem Liederbuch sind wirklich geschmacklos. Dabei sind doch gerade Burschenschaften bekannt für eine feine Klinge. Ja. Aber ich meine, das sind schon eigenartige Gesänge. Ja. Kurioserweise ist es sogar so, dass man für dieses Liederbuch völlig taktlos sein muss. Bleibt also nur zu hoffen, die FPÖ sanktioniert Zanger genauso hart wie Udo Landbauer. Und er wird also Landesparteiobmann in der Steiermark. Aber mein Norbert Hofer will ja jetzt von seinem Durchgriffsrecht Gebrauch machen. Ja, Zanger darf zwar in der FPÖ bleiben, aber das Liederbuch soll ausgeschlossen werden. Sie haben es vielleicht mitbekommen, Norbert Hofer ist neuerdings auf TikTok. Ja, Norbert Hofer auf TikTok, ich blicke in ratlose Gesichter. Ja, kennen Sie nicht? Na gut, also kurze Begriffsklärung. Norbert Hofer ist der Parteivorsitzende der FPÖ. Ja. Aber wenn, also falls Sie TikTok nicht kennen, das ist eine chinesische App, auf der Jugendliche hauptsächlich kurze Karaoke- und Musikvideos teilen und die mit schrillen Filtern veredeln. Eine Art psychedelisches Kinder-YouTube also. Die heimische Innenpolitik ist auf dieser Plattform bisher größtenteils nicht vertreten. Und womit? Mit Recht. Außer natürlich TikTok-Pionier Norbert Hofer, der tatsächlich vor einer Woche selber damit begonnen hat und anscheinend schon jetzt die Erstwähler der Nationalratswahl 2024 für sich gewinnen will. Dann werfen wir doch einmal einen kurzen Blick auf die äußerst kreativen TikTok-Videos von Norbert Hofer. Schönen guten Morgen, meine Lieben. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Alles Gute. Wahnsinn, oder? Also wenn ich das so sehe, finde ich es eigentlich ziemlich schade, dass Norbert Hofer der einzige Spitzenpolitiker auf TikTok ist. Na, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass Werner Kogler einen Account anlegt, um seine neu entdeckte Liebe zu Sebastian Kurz auszudrücken. Manchmal ist alles offen und dann wieder nicht. Und langsam wächst man zusammen. Und langsam. Pamela Rendi-Wagner könnte ihren misslungenen Wahlkampf ebenfalls gut auf TikTok verarbeiten. Dass Philippa Strache noch nicht auf TikTok ist, das wundert mich eigentlich. Und zwar mit dem offiziellen Song zum Parteiausschluss. Ich höre euch nicht, ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der TikTok-Allee.
Und ihr Gatte darf natürlich auch nicht fehlen. Auch Ex-Innenminister Kickl würde sich super auf TikTok machen. Am allermeisten wünsche ich mir aber den Wutoper Sobotka auf TikTok. Unser Bild der Woche ist in einer Kaffeepause beim BUWOG-Prozess entstanden. Die Frage ist, was denkt Karl-Heinz Grasser in diesem Moment? Ein Freispruch wäre genau wie ich zu schön, um wahr zu sein. Oder denkt er stolz und vorverurteilt, was für ein geiler Titel für eine Autobiografie? Oder denkt er, shit, in welchen Becher habe ich jetzt das Abführmittel für den Hochecker reingegeben? Ich freue mich ja immer über sachdienliche Hinweise, spektakuläre Fundstücke aus dem Internet oder aus den Medien. Zögern Sie darum bitte nicht. Schreiben Sie uns jederzeit an gnoe@orf.at. gnoe@orf.at. Mich erreichen ja regelmäßig sehr schöne, lustige, berührende, manchmal auch ein bisschen abseitige Zuschriften. Ein Mail, das ich vor kurzem bekommen habe, möchte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Es hat den schönen Betreff: Peter Klien, der Wunschtraum vieler Frauen. Nein, das Mail ist nicht erfunden. Klingt vielleicht ungewöhnlich, aber Millionen sehnen sich nach ihrer Sendung. Besser gesagt, nach deren Nebeneffekt. Am Donnerstag, den 12.09., standen wir 9 Tage nach dem errechneten Geburtstermin. Die Sendung brachte den Stein dann ins Rollen. Quasi mit ihrem letzten Satz gingen die Wehen spontan los. Wir haben also gepackt, waren kurz vor 1 Uhr im Krankenhaus und um 3.53 Uhr war der Bub da. Derart kurze Wehen beim ersten Kind sind der Wunschtraum vieler Frauen. Ach so, deswegen der Betreff. Ne? Puh, habe ich ein bisschen anders vorgestellt. Das ist schade. Ja, aber jedenfalls, hier ist es. Unser Sendungsbaby Ben. Ist der nicht süß? Mit einem süßen und skeptischen Blick. Wie passend zur Sendung. Natürlich haben wir ein kleines Geschenk für unser Sendungsbaby. Ist das nicht auch süß? Das schicken wir jetzt dem Ben nach Hause. Ganz herzliche Grüße an die gesamte Familie. Und wir wollen Bens Werdegang auch in Zukunft ein bisschen begleiten. Aber kommen wir jetzt von der privaten Idylle wieder zur harten politischen Realität. Die SPÖ ist ja in der schlimmsten Krise ihrer Geschichte. Daher beginnt sie ihren großen Reformprozess mit den wesentlichen Fragen. Wofür stehen wir? Wofür kämpfen wir? Wofür sollen wir überhaupt weitermachen? Es ist klar, dass in einer solchen Krise nur richtige Profis helfen können. Und einen solchen hat die SPÖ jetzt engagiert. Den Politikberater Manuel Rubey. Schönen guten Abend, Herr Rubey. Sie sind also der neue Berater der SPÖ. Schönen guten Abend, Herr Klien. Ja, das stimmt. Auf meiner Visitenkarte steht ab sofort, wen werde ich beraten? Sozialdemokraten. Und das erste Ziel muss natürlich sein, die SPÖ wieder zu einen. In anderen Parteien geniert man sich vielleicht für ein Liederbuch. Bei uns geniert man sich schon für ein Parteibuch. Und das kann es nicht sein. Und deshalb rufe ich alle Genossinnen und Genossen auf, Bobos und Prolos aller Bundesländer, vereinigt euch. Ist es eigentlich schwer, SPÖ-Berater zu werden?
Ja, extrem. Man muss sich sehr intensiv einlesen. Die SPÖ hat einen sehr langen Wikipedia, also eine sehr lange traditionsreiche Geschichte. Ich habe gelesen, es wird jetzt sogenannte Zukunftslabors geben. Was erwartet uns da und wie schaut es aus mit der inhaltlichen Erneuerung? Es gibt da viele sehr spannende Fragen, Herr Klien. In einem Zukunftslabor arbeiten wir an dem ersten Genossen aus dem Reagenzglas, damit zumindest irgendjemand unter 30 die SPÖ wählt. Des Weiteren gehen wir der Frage nach, wie können wir modern wirken, ohne uns verändern zu müssen. Und wir müssen neue Wählergruppen erschließen. Die Arbeiter sterben aus. Wir brauchen neue Zielgruppen, die Reichen und Schönen. Aha. Das ist interessant. Das heißt also, dass Luxusuhren und Porsches jetzt in der SPÖ doch nicht verpönt sind? Was heißt verpönt? Also ein Porsche muss das Ziel eines jeden SPÖ-Funktionärs sein. Wir haben gesehen, dass wir mit der Reichensteuer nicht weiterkommen. Also müssen wir schauen, dass die Reichen ans Steuer kommen. Und außerdem, von einem Porsche-Reifen können sich viele in der SPÖ sehr viel abschauen. Der hat immerhin 10-mal mehr Profil. Und deshalb sage ich meinen Klienten, kauft euch einen Porsche, weil nur so kriegen wir den Neustart sauber hin. Und ich finde das lächerlich. Ja? Sollen jetzt alle in der SPÖ plötzlich nur noch U-Bahn fahren, nur weil das Wahlergebnis unterirdisch war? Gut, muss man ehrlich sagen, ich glaube, mehr Umdrehungen als der Porsche vom Trotzerschaft derzeit nur Bruno Kreisky in seinem Grab. Ne? Bleibt natürlich trotzdem die große Frage, wodurch unterscheidet sich dann die SPÖ eigentlich noch von der ÖVP? Es gibt viele markante Unterschiede. Also wir haben zum Beispiel das Ö am Ende des Parteinamens, die ÖVP am Anfang. Die ÖVP hat ein V, wir haben ein S im Parteinamen. Die ÖVP hat die Message Control, wir haben Message Out of Control oder wie wir parteiintern dazu sagen, Hans-Peter Doskozil und Georg Dornauer. Also gut, dann wünsche ich Ihnen viel Glück bei Ihrer neuen Aufgabe. Vielleicht eine letzte Frage. Es wurde kolportiert, dass Sie ein Honorar von 20.000 Euro monatlich beziehen. Stimmt das? Das ist eine Verleumdung. Nicht ich bekomme dieses Honorar, sondern meine Firma. Und welche Firma haben Sie? Eine Ich AG. Manuel Rubey, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie werden lachen, es wird ernst. Wenn Ihnen jetzt im November wieder vermehrt Nebelschwaden um die Ohren wehen, dann muss das erstmals nicht nur mit dem Wetter zu tun haben, sondern es kann auch blauer Dunst sein. Seit 1. November ist bei uns etwas passiert, was keiner mehr für möglich gehalten hat. Jetzt ist es erreicht. Österreich ist rauchfrei. Seit Allerheiligen gilt in Österreich in Cafés, Wirtshäusern und Restaurants das generelle Rauchverbot. Keine Raucher- und Nichtraucherräume mehr. Wer rauchen möchte, muss also jetzt vor die Tür. Ausnahmslos. Rauchverbote sind anderswo längst üblich. Den Anfang machte 1988 Kalifornien in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Seit 1993 sind zum Beispiel in Los Angeles alle Restaurants rauchfrei. In Europa machte Irland 2004 den Anfang. Im Jahr darauf folgte Italien und Schweden. 2008 kam Frankreich dazu. Gut, jetzt können viele noch sagen, in Italien, da ist es meistens schönes Wetter. Aber für Irland gilt dieses Argument nicht mehr. This is all about the rain. Don't make unnecessary journeys. Don't take risks on treacherous roads. And don't swim in the sea. Doch warum hat es in Österreich mit dem Rauchverbot so lange gedauert? Da wird doch wohl keine Tabaklobby im Spiel sein. Nein, natürlich nicht. Und ich bin der neue Freund von Helene Fischer. Ja? Ja? Ja, dieses Bild macht atemlos wie eine Schachtel Cheek. Österreich hat bei den Erwachsenen eine Raucherquote von 24%.
Vor uns liegen in der EU nur noch Griechenland, Ungarn und Bulgarien mit 28%. Bemerkenswert ist allerdings, dass in all diesen Ländern, wie fast überall in der EU, der Anteil der Raucher rückläufig ist. Bei uns in Österreich hingegen nimmt er zu. Oder wie die Tabaklobby dazu sagt, gute Arbeit, Kollegen. Einer der ersten Raucherlobbyisten war ja der Marlboro-Man. Ungefähr zur selben Zeit, im Jahr 1957, startete auch das HB-Männchen. Halt! Mein Freund, wer wird denn gleich an die Decke gehen? Greife lieber zur HB. Das HB-Männchen wurde dann Jahre später vom HC-Männchen abgelöst. Nicht nur, aber vor allem in Österreich hat sich gezeigt, Rauchverbote scheitern nicht an der Bevölkerung, sondern an der Politik. Die Tabakindustrie in Österreich, repräsentiert durch die bis 2001 staatliche Austria Tabak, war immer schon bemüht, Einfluss auf die Politik zu nehmen und strengere Tabakgesetze zu verhindern. Gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium veranstaltete sie zum Beispiel 1988 eine Konferenz zu den Gefahren des Passivrauchens. SPÖ-Gesundheitsminister Franz Löschner wurde später in der internen Zusammenfassung von der Forschungszentrale von Philip Morris, also kurz von der Tabaklobby, so zitiert. Nach Anhörung aller Beweise und der Diskussionen schloss der Gesundheitsminister, dass eine direkte Verbindung zwischen Passivrauchen und Krankheiten nicht nachgewiesen werden konnte. Finanziert wurde diese Konferenz zum Großteil von der Austria Tabak. Umgerechnet 50.000 Euro wurden für technische Ausstattung, Catering und sonstige Kosten am Veranstaltungsort ausgegeben. 50.000 Euro oder wie René Benko zu seinen Kindern sagt, holt euch ein Eis. Die Austria Tabak wurde, wie gesagt, 2001 privatisiert. Ein ungesundes Naheverhältnis zwischen der Tabakindustrie und der Politik ist geblieben. Kein Wunder, ist doch einer der größten Profiteure des Rauchens, abgesehen von der Tabakindustrie, der Finanzminister. Jährlich nimmt der Finanzminister fast 2 Milliarden Euro an Tabaksteuer ein. Ja, diese Milliarden fließen direkt ins Budget und werden nicht zum Beispiel für Prävention oder Rauchentwöhnung verwendet. Für das Finanzministerium waren Zigaretten also von Anfang an Liebe auf den ersten Check. Nach der Mehrwertsteuer und der Mineralölsteuer ist die Tabaksteuer unter den Gütersteuern die drittstärkste Einnahmequelle des Staates. Ohne das Geld von den Zigaretten wäre 2018 kein Nulldefizit möglich gewesen. Vielleicht hat deshalb bei Sebastian Kurz auch wieder der Kopf zu rauchen begonnen, ob das Rauchverbot für einen auf alle Fälle nicht so gesund ist, den Staat. Jahrelang wurde versucht, es allen recht zu machen. Die typische österreichische Lösung hat sich vor allem beim Rauchverbot gezeigt. 2004 gab es rauchfreie Zonen, 2009 Rauchverbot mit Ausnahmen oder bauliche Trennungen, die die Wirte nicht nur nerven, sondern auch richtig Geld gekostet haben. Im Juli 2015 wurde schließlich mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen ein generelles Rauchverbot für die Gastronomie beschlossen, welches am 1. Mai 2018 in Kraft hätte treten sollen. Gabriel Obernosterer, Abgeordneter der ÖVP, fand das durchaus in Ordnung. Ich bin auch damals mit der Regelung einverstanden gewesen, weil ich sowieso wusste, die Entwicklung geht dorthin. Auch weil Initiativen wie Don't Smoke oder die Ärzteinitiative gegen Raucherschäden den Druck auf die Politik erhöht haben. Ebenso wie der Krebstod des Aufdeckerjournalisten Kurt Kuch im Jahr 2015. Der starke Raucher hat sich in den Monaten vor seinem Tod für ein strengeres Rauchverbot eingesetzt. Ich würde jedem, der raucht, sagen, überlegt sich das gut. Das steht einfach nicht dafür. Es war die schlechteste Entscheidung meines Lebens. Es war das schlechteste Geschäft meines Lebens. Wenn das in die Hosen geht, was ich alles nicht erleben kann, dann will ich gar nicht dran denken. Aber ich sage es jetzt ganz salopp, weg mit dem Dreck. Die FPÖ protestierte vehement und forderte die Aufhebung des Rauchverbots, was ihr dann als Juniorpartner in der türkis-blauen Regierung auch tatsächlich gelang. Wenn die Chefs sagen, wir haben eine große Fraktion, wenn es auch nicht immer hundertprozentig unserer Meinung ist, dass da Gesetze gemacht werden, die oft einmal den einen und anderen nicht ganz einleuchten, dann muss er einfach dort mitgehen, das sage ich auch ganz klar.
Der leidenschaftliche Raucher H.C. Strache hat sich gegen den leidenschaftlichen Nichtraucher Sebastian Kurz durchgesetzt. Das Rauchverbot wurde also wieder gekippt. Selbst das Volksbegehren der Initiative Don't Smoke mit nicht ganz 900.000 Unterschriften konnte nichts mehr bewirken. Doch warum ist das so? Wird die FPÖ tatsächlich von der Tabakindustrie gesponsert? Dafür gibt es keine Beweise. Auffallend ist jedoch, die FPÖ-nahe Nationalbank-Vizepräsidentin Barbara Kolm hat sich 2018 als von der FPÖ nominierte Expertin im Gesundheitsausschuss des Parlaments gegen ein Rauchverbot ausgesprochen. Wie das Profil enthüllte, kassierte das von ihr geleitete Austrian Economic Center von internationalen Tabakkonzernen Zuwendungen im fünfstelligen Bereich. Auch die freiheitliche Gesundheitsministerin der türkis-blauen Koalition, Beate Hartinger-Klein, war gegen das Rauchverbot. Österreich ist ein sehr gastfreundliches Land und wir unterstützen die Gäste bei der Befriedigung ihrer persönlichen Bedürfnisse. Wir geben den Gästen zu essen, wir geben ihnen zu trinken, wir bieten ihnen Schutz vor extremer Hitze und wie heute vor eisiger Temperaturen. Und selbstverständlich maßregelt der Gastgeber seine Gäste nicht, wenn sie kleinere Schwächen haben. Ich meine, eine Gesundheitsministerin, die gegen das Rauchverbot ist, ich meine, das ist ja, das ist so wie eine Sozialministerin, die behauptet, dass man von 150 Euro im Monat leben kann. Nach Ibiza und dem Ende der türkis-blauen Koalition wurde aber Anfang Juli in der Zeit der Expertenregierung das generelle Rauchverbot wieder beschlossen. Eben auch wieder mit den Stimmen der ÖVP. Ich bin mit denen genauso zufrieden. Ja. Und das erklärt wahrscheinlich auch den Wahlerfolg der ÖVP. Man kann die ÖVP wählen, wenn man für das Rauchverbot ist, aber genauso gut, wenn man dagegen ist. Aber wie auch immer, seit 1. November gibt es also das generelle Rauchverbot in der Gastronomie jetzt auch bei uns. Und Raucher werden seitdem an die frische Luft gesetzt. 2018 führte das IHS im Auftrag der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse eine Studie zu den Auswirkungen des Rauchens in Österreich durch. Demnach sind in Österreich jährlich knapp 13.000 Todesfälle ursächlich auf das Rauchen zurückzuführen. Und in Zukunft werden Raucher ja nicht nur am Zigarettenkonsum sterben, sondern auch im Winter an Erfrierungen, wenn sie ohne Jacke vors Gasthaus gehen. 13.000 Todesfälle alljährlich durch Zigarettenkonsum, das sind ja fast so viele, wie die SPÖ-Wählerschaft in der Woche zu beklagen hat. Und laut einer aktuellen Studie sterben jedes Jahr zusätzlich mehr als 1.000 Menschen in Österreich am Passivrauchen. Das kann ja jeder für sich rauchen, so viel er will, aber wie kommen die Passivraucher dazu? Manche Kellnerinnen und Kellner haben es sich aussuchen können, was sie lieber verlieren, ihr Leben oder vorerst nur ihren Job. Also vielleicht ist das mit dem Rauchverbot doch nicht so eine schlechte Idee. Die Welt hat sich eben verändert. Die Welt ist halt leider nicht mehr so unkompliziert wie damals. Beinahe hätte ich es vergessen. Was willst du heute Abend essen? Wenn du mich so reizend fragst, koch doch, was du selbst gern magst. Leicht bekömmlich muss es sein, wie die Oberstolz vom Rhein. Ist auch schon ein Zeitl her. Ne? Ich will sicher nicht mit erhobenem Raucherbein irgendwen belehren, aber ich finde doch, dass das Rauchverbot keine ganz schlechte Idee ist. Und das sage ich als ehemaliger Nikotinsüchtler. Daher, liebe Raucher und auch liebe Wirte, ihr müsst jetzt so stark sein wie eine filterlose Gauloise. Ja. Wir kriegen das hin mit dem generellen Rauchverbot. Meine, andere Länder haben es auch geschafft. Und es gibt dort immer noch Raucher und Wirte. Also zeigen wir es der Welt, dass wir es auch können. Und nachdem aller Anfang schwer ist und es jetzt draußen immer kälter wird, können Sie hier bei uns Raucher-Fäustlinge gewinnen. Ja. So schauen die aus. Die Gute Nacht Österreich, Raucher-Fäustlinge. Beantworten Sie bitte folgende Gewinnfrage. Seit wann gilt in Österreich das komplette Rauchverbot in der Gastronomie? A. Seit Allerheiligen, B. Seit 1. November oder C. Seit letzten Freitag? Senden Sie uns die richtige Antwort per Mail an gnoe@orf.at. Unter allen richtigen Zuschriften verlosen wir 10 Paare Gute Nacht Österreich Raucherfäustlinge sind die besten 10 Paare im ORF seit Dancing Stars.
Und Sie werden merken, mit Fäustlingen rauchen ist eher ungemütlich. Ja? Ich meine, ja, da gewöhnt man sich dann vielleicht sogar ein bisschen ab. Und so gehe ich jetzt hinaus aus dem Studio, aber nicht um zu rauchen, sondern weil unsere Sendung zu Ende ist. Ich bedanke mich bei allen, die heute aktiv zugeschaut haben, aber natürlich auch bei allen Passivzuschauern. Bleiben Sie gesund und gute Nacht, Österreich.